Das folgende Video wurde von Imelda eingesandt und vom Kanal Pastillo Infinito geteilt. Der junge Mann berichtet, dass er und seine Freundin auf dem Nachhauseweg auf einer verlassenen Landstraße unterwegs waren. Es war bereits nachts und nicht viel los auf den Straßen. Und nach einer Weile bemerkten sie einen seltsam gräulichen Fahrradfahrer auf der Seite der Straße. Por aquí venía. ¿Ya? ¿Qué pedo? Die beiden sind sich absolut sicher, dass wir hier einen Geisterfahrer sehen. Die Gestalt ist völlig verschwommen und grau und sieht kein bisschen menschlich aus. Könnte es sein, dass es sich hier tatsächlich um etwas Paranormales handelt? Um ehrlich zu sein, habe ich keine bessere Erklärung dafür. Nun wollen wir uns ein unheimliches Video anschauen, das in den Tiefen einer verlassenen Mine in der mysteriösen Stadt Sheila aufgenommen wurde. Das folgende Material wurde von einer Gruppe von Arbeitern einer Bergbaufirma aufgenommen. Die Kamera schwenkt durch die weiten und verlassenen Felsgänge und es scheint, dass nur wenige Meter entfernt eine seltsame Gestalt erscheint, verborgen in einer kleinen Felsspalte. Ihre schattenhafte Form kann nur für einen flüchtigen Moment gesehen werden. Es wirkt, als wolle sie sich vor der sterblichen Welt verbergen. Erstaunlicherweise, als die Kamera zurückschwenkt, ist die Gestalt spurlos verschwunden und man fragt sich, was das war. Eine Theorie, die bei den Arbeitern an Beliebtheit gewonnen hat, besagt, dass es sich um ein Wesen namens Dwind handelt, eine elfenähnliche Entität mit bösartigen Absichten. Aber natürlich sind das nur ihre Theorien. Könnte es sich vielleicht um eine paranormale Präsenz handeln, die zufällig aufgenommen wurde? Oder gibt es eine logische Erklärung für diese mysteriöse Begegnung? Das folgende Video wurde von Antonio eingeschickt. Eine Familie begibt sich ahnungslos auf eine nächtliche Autofahrt, unwissend darüber, dass sich gleich etwas extrem Seltsames abspielen würde. Und sie ahnten nicht, dass ihre Reise eine unerwartete Wendung nehmen würde. Es sollte ein Abend werden, den sie nie vergessen. Etwas Seltsames materialisiert sich direkt vor ihrem Fahrzeug. Seht ihr, wie eine unheimliche Gestalt aus der Dunkelheit auftaucht? War es ein Geist, der nach Erlösung strebte, oder doch nur eine komische Reflexion? Eine weißliche, tuchartige Erscheinung kommt ins Blickfeld und scheint in der Luft zu schweben, mitten auf der verlassenen Straße. Aber die Seltsamheiten hören hier nicht auf. In einer schnellen Bewegung flattert sie am Auto vorbei und lässt die Familie vor Unglauben erstarrt zurück. Man kann auch nur spekulieren, was dieses komische Objekt am Ende gewesen ist. Unsere Neugier bleibt ebenfalls bestehen. Dies ist eine Aufnahme einer Gruppe von Freunden.
und wir sehen, wie sie eine gute Zeit in einem Park verbringen. Offensichtlich haben sie in diesem Moment nichts Ungewöhnliches bemerkt. Aber als sie zu Hause waren, sahen sie, dass sich wohl noch etwas anderes im Hintergrund aufhielt. Im Hintergrund der Szene können wir eine verstörende Gestalt erkennen. Sie scheint gebeugt zu sein und ist komplett blass. Und möglicherweise trug sie auch keine Kleidung. Die Art und Weise, wie sie sich fortbewegt, ist wirklich seltsam. Was genau ist hier zu sehen? Einige Leute kommentierten, dass es zweifellos eine humanoide Kreatur sein könnte. Andere argumentierten, dass es sich einfach um eine gewöhnliche Person handeln könnte, die heimlich in die Aufnahme geraten ist. Oder könnte es sogar etwas Paranormales gewesen sein? Lasst mich wissen, was ihr denkt. Am folgenden Wochenende beschlossen Caden und ein paar Freunde, in Arizona campen zu gehen. Cadens Videos sind hauptsächlich auf tägliche Vlogs ausgerichtet. Und keines der Videos handelt normalerweise von übernatürlichen oder mysteriösen Dingen. Allerdings befand sich Caden im nächsten Video in einer relativ seltsamen Situation. Soweit ich das verstanden habe, hatten sie gerade das Lager aufgeschlagen, als sie seltsame Geräusche hörten. Und daraufhin fingen sie an, die weiteren Geschehnisse aufzunehmen. Child screaming. Joe, listen. Or like a woman or something. That was a female screaming. Phil. Please, please, please. No. Mm-mm. Oh my God, Phil. It sounds like somebody's being raped. Die Meinungen waren ziemlich gespalten. Einige glauben, dass es sich dabei um einen Berglöwen handeln könnte. Was bei einem Campingausflug in den Wäldern durchaus möglich wäre. Andere glauben, dass es sich hierbei tatsächlich um eine Kreatur vom Typ Skinwalker oder ähnliches handeln könnte. Jedenfalls danach veröffentlichte Caden Teil 2 seines Campingausflugs und die Dinge wurden immer merkwürdiger. Oh my God, Phil, it sounds like somebody... Nachdem sie sich dem Bereich genähert hatten, aus dem die mysteriösen Schreie zu kommen schienen, nahmen sie etwas noch Seltsameres auf. Einer seiner Abonnenten wies auf etwas extrem Gruseliges in diesem Video hin. Wenn wir das Video auffällen, können wir tatsächlich eine Art menschenähnliche Gestalt sehen, die sich hinter einem der Bäume verbirgt. Der Beweis, dass die Gruppe doch nicht alleine war. Einige Zuschauer denken, dass es sich hierbei um eine Schleiereule handeln könnte. Während andere behaupten, dass es sich tatsächlich um ein Kryptid oder eine unbekannte Kreatur handelt. Was ist eure Meinung?
Nun werfen wir einen Blick auf den Fall Flat 7 Ghost und auf Toms unheimliche Dokumentation der paranormalen Begegnung, die sich innerhalb der vier Wände seiner Wohnung abspielen. Er vermutet tatsächlich, dass all diese paranormalen Ereignisse mit einer Tragödie zusammenhängen könnten und dass das Land, auf dem seine Wohnung steht, tatsächlich verflucht ist. Was an diesen Ort gebunden ist. Völlig klar, dass Tom nach diesem Vorfall zutiefst verängstigt war. Aber ich werde meine Augen offen halten für weitere Updates. Dieses Video wurde von Marco aufgenommen. Der junge Mann berichtet, dass er Nachtschicht in einer der lokalen Minen arbeitet und dass seitdem seine Firma mit diesem Projekt begonnen hat, er und seine Kollegen immer wieder unerklärliche Schreie aus den alten und dunklen Tunneln hören können. Einige schwören sogar, seltsame Dinge dort drin gesehen zu haben, die keiner wirklich erklären konnte. An diesem Abend wollte Marco ein paar gruselige Ecken dieser Mine für Familie und Freunde aufzeichnen. Muchos compañeros no querían estar ahí, decían que los asustaban mucho e incluso decía que veían gente dentro de ese polvorín abandonado. Und es hat ihn ziemlich erschreckt. Er zeigte das Filmmaterial seinen Kollegen, die die Aufnahme zuerst für einen Scherz hielten. Zu dem Zeitpunkt war sich das Team aber ziemlich sicher, dass diese Minen tatsächlich von Geistern heimgesucht werden. Was könnte dieses Ding denn sonst sein? Eine unbekannte Kreatur? Wer weiß. Hey Leute, wenn ihr noch mehr Frostmond sehen wollt, folgt doch bitte meinem Kanal Frostmond 2, auf dem ich euch wöchentlich die gruseligsten Videos der letzten Jahre hochlade. Klickt die Karte in der rechten Ecke oder findet den Link in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Der folgende Clip wurde vom Kanal Paranormal Eidolon aufgenommen und geteilt. Der Kanalbetreiber gibt an, sehr interessiert in das Paranormale zu sein. Er ist an jenem Tag auf etwas wirklich Interessantes gestoßen und die Beschreibung des Videos lautet wie folgt. Ich habe Folgendes zufällig aufgenommen und auf einem Kanal hochgeladen. Dies ist das rohe, ungeschnittene Filmmaterial. Ich habe den Zoom an meiner neuen Kamera getestet und habe folgenden Vorfall gar nicht bewusst aufgenommen. Das Seltsame ist, dass ich nach diesem Tag extrem krank wurde und in der Notaufnahme gelandet bin. Ich frage mich, ob, was ich aufgenommen habe, vielleicht eine Warnung war. Mir wurde das erst klar, als ich mir einige alte Aufnahmen ansah. Ich weiß, dass manche Leute denken werden, dass die Geschichte erfunden ist. Aber folgendes ist das Originalvideo. Ich glaube, dass es auf jeden Fall etwas Böses ist, aber ich kann es nicht beweisen. Es war definitiv kein Vogel. Hat dieser Mann hier etwa einen Geist erfasst? Einige glauben, dass es sich um eine Vogelscheuche handelt, aber ich finde, dass es dafür etwas zu seltsam aussieht. Aber was weiß ich schon. Das folgende Video wurde von Team Alpha geteilt und wir sehen zwei junge Frauen, die gerade ein kurzes Video für ihr TikTok-Profil aufnehmen. Was als fiktives Video über eine unheimliche Begegnung mit ihrer Wohnung begann, entwickelte sich zu etwas noch Unheimlicherem, womit sie nicht gerechnet hatten. Schauen wir mal rein. Quiere empezar a hacer un corto. Hagamos como si fuera real. Sí. Esto, bueno, pues terminamos de hacer el corto y eso, la verdad, y pues no sé. Así que si estás viendo esto. ¿Qué es eso?
que le queda el ruido de esto. No, güey, se escucha la cama del cuarto. ¿Es la cama del cuarto, va? Sí, pero le ve que se fue. A ver. ¿Quieres saber tú? Espérame. Yo metí a la cámara porque sí. Es que sí, güey, se escucha la pinche cámara. Vete a la verga, güey. No mames, güey, vete a la verga, güey. No, pinche que no hay en el cuarto. Güey, ya había algo brincando en el cuarto. Espérate, perra, ahí está. Güey. Había alguien en... Güey, algo estaba brincando, lo grabé ahorita. Te juro que yo lo grabé. Güey. Estaba en el cuarto. Estaba brincando. ¿Te quieres que te voy a enseñar el video, güey? La única es que la Michi, pero la Michi creo que ya se quedó. Mejor fue, no sé, tu imaginación por el tema que estábamos hablando ahorita, pero no, no creo. Y, güey, para andar jugando por esas mamadas de los cortos nos va a salir algo, güey, te juro que no. Es ist ungewiss, was genau diese Schattenerscheinung verursacht hat. Die Mädchen glauben jedoch, dass es sich um eine paranormale Begegnung gehandelt haben muss. Ein gruseliger Gedanke. Oder was denkt ihr? Und nun werfen wir einen Blick auf ein unheimliches Krankenhaus, das manche von euch bestimmt schon kennen. Am 20. Mai begab sich eine Gruppe von Krankenschwestern auf eine Reise in einen Bereich des Krankenhauses, der vielen Ärzten und Krankenschwestern das Blut in den Adern gefrieren ließ. Dieser verbotene Bereich, bekannt als die alte Notaufnahme, ist schon lange verlassen. Tragischerweise wurde er Zeuge des Todes vieler Patienten. Die Krankenschwestern erzählen von unheimlichen Begegnungen, die sich hinter den Wänden dieses verlassenen Stockwerks abspielen. Und in jener schicksalhaften Nacht beschloss die Gruppe, die gerade Nachtschicht hatte, in die geisterhafte Welt der alten Notaufnahme vorzudringen. Und es war alles anfangs nur ein kleiner Gag, aber es wurde alles dann doch ein wenig ernster. You guys, haunted ER? We're gonna go. I'm in a good duo. Oh my god, my head is huge. Stop. Chloe, so I can't even... The camera. Huh? I was just close to the camera. Yeah, you're right, you're right. You're... We got a chance for the haunted. Yeah. Oh god. It's like... I'm not excited about this. I didn't even get to finish eating my sandwich. It feels like a, we're getting on a... Nervous. You nervous? Why are you nervous? Because it's haunted. Are you nervous? That was evil. You knew what you did there. You knew exactly what I was doing. You said something. What? 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 Chloe just spooked herself. What? Oh. It's still weird though, you didn't lie. It's weird. Nah, look at her. That's so weird. No. Oh, it's freaky. It's cold, it's cold. I'll leave it like right back. It's just freaky. You guys wave in the camera or in the reflection. They like see me? I feel like you're gonna see me. Oh, that's the same room. Oh. God, I'm done. Oh. What? Why are you looking? Oh! Lights on. That's weird. Go ahead. Go ahead. Go ahead. No, no, no. Go ahead. Go ahead.
long do you think? Go in, figure out why the lights are on. I don't like that. I don't like that. Do it. They look like evil eyes. You guys need to come in with me. Yeah, of course we're going to go in with you. Thanks. Ooh, it feels weird. Yeah, it moved. It moved. It moved. Yes, it did. It did. How did you not see that? Als eine der Krankenschwestern in den dunklen Raum tritt, geschieht etwas äußerst Furchterregendes. Der Vorhang zieht sich wie von Geisterhand zu und überwältigt von Angst, flieht der Mann panisch aus dem Raum. Aber die Seltsamheiten enden hier nicht. Sekunden nach der Bewegung des Vorhangs fällt ein Gehstock zu Boden. Und trotz jeder logischen Erklärung. Die verfluchten Korridore des Krankenhauses setzen ihre unerklärlichen Ereignisse fort, während die Krankenschwestern versuchen zu begreifen, wie das alles denn logisch zu erklären wäre. Natürlich fanden sie bis heute keine Antwort darauf. Und wer weiß schon, was genau in diesen unheimlichen Korridoren lauert. Nun beschäftigen wir uns mit dem beängstigenden Fall von Elias, einem jungen Mann, der sich in die Welt des Unbekannten begeben hat. Und mit jedem Tag verschlechterte sich seine Situation, da ihn angeblich eine Entität heimsuchte. Er hatte mit einem Ouija-Board experimentiert, was vermutlich der Grund dafür war, dass die Tür zu etwas Bösem geöffnet wurde. A pesar de que me deshice de la tabla, todo sigue igual, no ha cambiado nada. Al principio creí que de verdad iba a cambiar todo esto, pero quiero. Tengo miedo, la verdad, a acercarme, pero mostrarles de que no hay ninguna cuerda o hilo como algunas personas lo comentan en el video. Dieses Wesen verfolgte jeden seiner Schritte. Und ein Beweis dafür ist das folgende Filmmaterial von seinem Arbeitsplatz. Kurz nachdem er seltsame Geräusche gehört hatte, begann Elias folgendes aufzuzeichnen. Déjame en paz.
Vete de aquí ya, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Vete ya. Se va a ir, amigo. Tengo mucho miedo. No, no me voy a ver. No voy a salir un rato de recorrido. Nachdem er dieses Video hochgeladen hatte, bemerkten seine Zuschauer etwas, das hinter dem Glasfenster zu erscheinen schien. Eine seltsame blasse Hand. Das Merkwürdige ist, dass das Fenster in beträchtlicher Höhe platziert ist, so dass es unwahrscheinlich erscheint, dass es sich um eine menschliche Hand handelt. Elias hätte das Fenster nie öffnen sollen, denn wie auch bei Türen ermöglichte es, dass diese unbekannte Entität eintreten konnte. Doch damit nicht genug. Während derselben Aufnahme nahm Elias noch etwas weiteres auf, das ihm aber erst auffiel, als er das Filmmaterial zu Hause überprüfte. Einige glauben, dass es die Manifestation der ihn verfolgenden Entität ist, eine gehörnte Erscheinung, die zweifellos dämonisch aussieht. Was für eine gruselige Vorstellung, sich in diese Situation zu versetzen und zu wissen, dass man in diesem Moment von diesem unheimlichen Ding nur wenige Meter entfernt an der Decke beobachtet wird. Zwei Tage später aktualisierte Elias den Fall mit folgendem Video. Vete de aquí. Santo Dios. Creo que todo fue. Me estoy quedando loco, Dios. Er konnte erneut die seltsame Erscheinung des gehörnten Dämonen einfangen, der scheinbar von der Decke aus nach ihm spähte. Zu diesem Zeitpunkt war Elias extrem verängstigt und wusste nicht wirklich, was er tun sollte. Er berichtet, dass das Ouija-Brett, das er verschenkt hatte, an ihn zurückgegeben wurde, weil die Person, die es erhalten hatte, nachts nicht schlafen konnte und auch seltsame Geräusche hörte und sogar einen Unfall hatte, der möglicherweise mit dem Ouija-Brett zusammenhängt. Elias hat keine Ahnung, was er damit tun soll. Einige schlugen vor, es zu verbrennen, während andere empfehlen, damit erneut zu spielen, um das Portal zu schließen. Er fürchtet sich ehrlich gesagt davor, es zu verbrennen, da er nicht weiß, ob er es doch nicht noch einmal brauchen würde. Ya que no sé qué hacer con ella, sí. Regalarla creo que no funciona, así que tampoco quiero quemarla porque como les digo, no sé. Nunca se haya movido, Dios mío. Schließlich führt Elias ein Experiment durch und lässt die Kamera auf den Flur gerichtet zurück. Als er das Filmmaterial später überprüft, findet er etwas unglaublich Furchterregendes darauf.
Entität scheint in der Ecke dieses Flures präsent. Elias ist hin und her gerissen, was er tun soll. Das scheint, dass dieses Ding ihm langsam aber sicher immer näher kommt. Die Geschehnisse dauern wohl immer noch an. Was ist eure Meinung zu diesem Fall? Ich werde meine Augen auf jeden Fall offen halten.